You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy. So Leute, willkommen zum zweiten Part von meiner Let's Play Minecraft Pocket Edition Reihe. Und ja, letztes Mal sind wir stehen geblieben, dass wir etwas Eisen und etwas Kohle gefunden haben. Und da, wie ich sehe, ist langsam an, Nacht zu werden. Dann sollte ich mal mir einen Schlafplatz suchen oder mal Schafe suchen. Ja, gut. Ein Schaf haben wir hier schon. Ich brauche aber drei. Weil dieses Schaf nur eine Wolle droppt. Jetzt brauche ich noch zwei weitere Schafe. Ob ich das noch schaffe, bevor Monster spawnen, ist sehr unwahrscheinlich, aber ein Versuch ist es wert. Hier haben wir Kühe. Was haben wir hier noch? Haben wir hier irgendwo noch Schafe? Verdammt. Keine Schafe mehr. Das ist nicht gut. Und jetzt graut schon die erste nach. Und da ist schon der erste Gegner. Ein Skeleton. Ja gut, auf der Pocket Edition ist schwer zu kämpfen, wie ich sehe. Nur so jetzt zum Anfang stelle ich die Gegner einmal aus. Nur damit ich jetzt erstmal eine Basis kriege. Ab der nächsten Folge werden die dann wahrscheinlich wieder angestellt, falls wir dann schon ein Bett haben. Ja, gut. Ah, da haben wir schon das nächste Schaf, das uns in die Fänge läuft. Am besten wäre sowieso jetzt ein Bogen, aber da müsste ich wieder Gegner anmachen, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Da, zweite Wolle. Jetzt brauchen wir noch ein Schaf. Da haben wir das letzte. Oh, dann nehmen wir das hier. Hey, bleib hier. So. Gehen wir mal zurück zur Höhle. Und gucken wir mal, was wir machen. Also wenn ich keine Gegner anhabe, dann verbrauche ich auch keinen einzigen. Keine einzige Hungerkeule. Bauen wir uns jetzt erstmal im Bett. Platzieren das hier hin und schlafen erstmal. Und warum geht das jetzt nicht? Ich muss reinspringen. Okay. Das habe ich noch nicht gewusst. Ja, ich habe auch gesehen, in der letzten. Ah, ich muss draufstehen, okay. Die letzte Folge war etwas von der Videoqualität nicht so toll. Also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja. Ist nur so eine kleine Anmerkung am Rande. Das machen wir als nächstes. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier mal runter. Ich suche auch gleich mal was zu ein Haus oder ein Berg, wo ich reinbauen kann. Weil ich am liebsten Häuser in Berge baue. Komischerweise. Weil ich das da am einfachsten finde. Hätte mir vielleicht auch eine Schaufel machen sollen, aber naja, egal. Jetzt ist auch egal erstmal. Ah, sehen Sie, das ist auch noch Eisen. Perfekt. Auch immer hier noch mit runterbuddeln, falls hier mal diagonal noch irgendwas sein sollte. Okay. Das Gute ist, ich kann das einfach so mal ganz schnell aufnehmen, ohne dass ich unbedingt groß an meinem PC sein muss. Ja. Ihr könnt noch hier ein Haus hinbauen, aber nee.
Ich suche mir einen Berg, wo ich ein Haus hinbaue. Finde ich etwas besser. Ja. Und ich habe mich auch dazu entschieden, dass ich jetzt immer 10 Minuten aufnehme. Als Rohmaterial. Nicht mehr, nicht weniger. Vielleicht auch noch etwas mehr, vielleicht auch mal 11 oder 12 Minuten, aber das ist dann auch schon ist die Obergrenze. Weil nämlich das recht viel Speicher zieht. Das ist eigentlich das einzige Problem, was ich habe. Sonst läuft das eigentlich ganz flüssig. Ja. Chicken, da oben sieht das sehr interessant aus. Das sieht mir sehr nach einem schönen Berghaus aus, was wir bauen können. Jetzt haben wir da Wasser. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir uns da unser Haus hinbauen. Würde ich jetzt erstmal hier das ganze ganzen Weg mit Cobblestone ausfüllen und erstmal noch ein bisschen mehr Holz machen. Brauchen wir noch eine Schaufel. Deswegen machen wir uns hier mal eine Steinschaufel. Wie ich sehe, haben die den Steinmetz entfernt. Den Block, den man dafür braucht. Was haben wir hier? Musterbruchstein? Nee. Okay, nee. Kohleblock und Ofen. Ja, okay. Leider haben sie es entfernt, aber kann man jetzt auch nicht dran ändern. Nee, da sollte das schon bleiben. Hier muss Das ist aber auch eine Scheißsache hier gerade, dass das hier nicht so klappt, wie ich es möchte. Nein, so soll das auf jeden Fall nicht platziert werden. Es kommt vielleicht später auch mal wieder Mod Reviews. Habe ich schon wieder einige gefunden, die ich gerne spiele. Ja. Also es wird ein großes Spektrum auf diesem Kanal vertreten sein. Vielleicht benenne ich ihn auch noch etwas um, dass er nicht mehr Zypro Gaming, sondern von nur Zypro heißt. Ja. Nein, so war das jetzt nicht. Okay. So. Nehme ich schon auf. Okay. Ich verliere hier gerade ganz viel. Brauch Stein. Leider. Ist aber auch hier eine doofe Sache. Schlimm, 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 schlimm. Nein, du wolltest nicht. Ich wollte es eigentlich da dran platzieren. Werde ich dann noch alles entfernen. Nach ein paar. Ja, ich werde das irgendwann noch entfernen. Komm schneller, sonst ersticke ich hier noch unten. Das war hier mit dem
Nein. Hier war das. Und einmal noch die zwei Bruchsteine von da unten. Ja, hier drüben unter dem Boden. Nein, Bildschirm nicht ausgehen. Nein, jetzt sterbe ich wieder, Mann. Jetzt spann da hoch so. Ich sehe gerade, das Video ist schon recht lang. Eher gesagt schon 11 Minuten fast. Würde ich mal sagen, holen uns noch den letzten Bruchstein von hier unten, den ich hatte, den ich verbaut habe. Und dann würde ich mal sagen, bewertet auf jeden Fall dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis demnächst und ciao, ciao.